Tag, ein neuer Draft. Die Dinosaurier im Pensionistenformat. Wir draften Modern Masters 2015, aka Modern Masters 2. Ja, für mich ist es ein bisschen wie Sprigelis. Also ich habe noch nicht damit gedraftet, habe ein paar Videos geschaut und mir ist ein bisschen überlegtes Format, aber ich weiß noch recht wenig darüber. Ich habe zwar schon 2 Online-Drafts gemacht, aber fühle mich jetzt auch nicht so viel mehr wissend. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass ein Format ist, bei dem noch mehr als im letzten Format die Archetypen vorherrschend sind. Ja. Also ich habe bis jetzt 2 Archetypen-Decks gedraftet, das blau-weiße Affinity-Deck und einmal das schwarz-weiße Geister-Deck. Sunforger. Finde ich sehr, sehr teuer. Ich finde die 2 billigen Removal finde ich super, Nameless Inversion und Sunlands. Und die 2 Uncommons, oder eigentlich alle 3 Uncommons, finde ich auch gut. Hm. Nameless Inversion hat halt die Upside, dass sie eine flexible Karte ist, die man überall brauchen kann, genau. Und im Geisterdeck halt mit Soulshift nochmal viel Leben damit. Genau, der da könnte interessant werden. Da gibt es jetzt einen Vertreter vom 5-Color-Deck, würde ich sagen. Bounce Lands sind auch immer interessant. Wenn man noch kurz durchs Booster schaut, überzeugt uns das Removal nicht. Solita ist super. Helium Squirter wird auch ganz okay sein. Artisan of Kozilek ist einer der besseren Eldrazi, weil er mit 9 Mana zu casten ist und eine sehr gute Fähigkeit hat, meiner Meinung nach. Also wenn man das... Es gibt in Wirklichkeit ja eh nur ihn und den Ulamar zu crushen, die anderen sind ja mittig. Genau. Also wenn man einen im Bounceland Deck einen teuren Drop haben will, will man glaube ich ihn haben. Oder halt den Crusher oder halt ihn und den Crusher. Wollen wir das Bounceland nehmen? Oder den Blinding Solider oder den Artisan? Ich finde, das sind die 3 Karten. Also ohne dass ich jetzt viel Plan habe, würde ich eine von den 3 nehmen. Natürlich bin ich immer der Kontrollmensch und will das Bounceland haben. Bin mir nicht sicher, ob der Artisan nicht besser wäre, aber zum First Pick passt, glaube ich, die Basilika am besten. Okay. Dieser rot-weiße Archetyp, der kommt mir irgendwie am instabilsten vor. Scavenger Drake kann auch nett sein. Ja, ich finde die Ankammern, diese Sages finde ich ziemlich gut. Das ist irgendwie Katro auf Beinen, der dann auch noch proliferiert werden kann oder so. Das klingt schon. Finde ich ziemlich gut, ja. Der Katro kann ich noch nicht einschätzen, der Telling Time und Swordcast sicher okay. Auch wenn man jetzt 3 dafür zahlt, ich meine, es ist halt dann die Divination oder 4. Das 4 auf der Sans ist sicher fürs Ramp-Deck, fürs Bunte wichtig, wenn man einen 2-Drop hat. Ja, Southcast ist, glaube ich, vor allem halt im Affinity-Deck offensichtlich. Und im Affinity-Deck ist auch gut, ja. Das wollen wir, glaube ich, jetzt aber nicht. Man kann die Sages nehmen, man kann das 4 nehmen, man könnte trotzdem Southcast nehmen. Ja, den Drake als schwarzen Pick finde ich, glaube ich, zu schlecht. Ich glaube, ich würde die Sages nehmen. Der kann im richtigen Deck halt ziemlich verrückt werden. Aber Belagerwurm finde ich auch eine super Karte. Twilight Guardian war früher rare. Finde ich eine abstrus gute Karte. Auch die Inversion. Und Splint, das kann auch im richtigen kann Deck auch gut sein, super aber sein. Ich überlege jetzt gerade, ob ein 5-Mana 4-4 Flieger schwer kaputtbar, ob es da recht viel in den Booster geben kann, was besser ist. Also Belackerwurm ist eine Option, Solita ist eine Option. Aber warum nicht einen Sarah Angel mit Upgrade? Ich meine, Graft Mage klingt natürlich auch super in unserem Deck, wenn man die Sages behalten will, aber die Inversion war aus einem Booster der First Pick, den man immer noch splashen kann. Und ich finde das jetzt das beste Signal bis jetzt, dass man da so einen Sarah Angel kriegt. Ja, da greifen wir zu. Darksteel X. Und Schnarcholepsi. Schnarcholepsi finde ich auch eine super Karte. Unkonditionales Removal für 2 Mana. Immer her zu mir. Wrecking Ball ist offensichtlich eine gute Karte. Ja. Ja. Darksteel X finde ich auch super. Ist auch eine gute Karte. Ja. Ist halt im Kontrolldeck am schlechtesten. Da mal irgendwie 4 Picks, die alle fürs Kontrollierer-Deck sprechen. Offensichtlich. Also, aber Narcolepsy
Schaut doch ganz solide aus, oder? Ja, ich. Oder Wrecking Ball ist auch nicht verkehrt. Ja. Ich glaube, das ist jetzt der sichere Pick, ist mal die Schnacholepse zu nehmen und blau zu bleiben. Ah, oh, da gibt's Bounce. Das Relic ist halt im Deck auch super. Ja. Der wäre für uns jetzt auch nicht schlecht. Der Soul shifted für die Nameless Inversion. Das ist doch ein Arcan. Ja, ja. Ich meine, man spricht natürlich das für Card Advantage Zweck jetzt Elektrolyzer am meisten an. Ich weiß aber nicht, ob wir so bunt sind am Schluss dann, dass sich das alles irgendwie ausgeht. Bin ich mir auch sehr unsicher. Ja. Wenn man auf die Sages und die Schnacholepsi verzichtet und das schwarz-weiße Spirit erkennt wird, kann man den Sieb auf alle Fälle nehmen. Golgari Rotfarm könnte man auch nehmen. Ja. Elektrolyze. Ja. Also das Weiß irgendwie ist das ein bisschen, kommt nicht so, da war ein Pick und jetzt. Der ist ziemlich verwundert, aber. Fiery Fall oder Sickle Ripper. Sickle Ripper finde ich so unspektakulär. Mit Proliferate ist er schon ganz okay. Ist okay, ja. Living aber Weapon. Fiery Fall. Sickle Slicer finde ich auch nicht prickelnd. Nein, ich finde das Fiery Fall die beste Karte da. Okay. Mana League ist okay. Rudian ist das Token-Deck ziemlich gut. Auch eine gute Karte. Craft Mage. Ist natürlich im Angebot. Hm. Ja, ich finde es schwierig. Ja, ich würde eher das Grudian nicht nehmen. Ich glaube, dass der Zug Richtung Blau, Rot, Schwarz irgendwo abgefahren ist. Ich würde mal den Craft Mage nehmen. Ui, was ist da los? Der Thief ist immer noch umgekommen. Ich finde diesen Firebird auch eigentlich richtig gut. Das ist ein 6 Mana, 6, 6er. Potenziell, da kann man ja noch solche Goblins aufsammeln. Ja. Ja, so früh, wenn man den so früh nimmt, kann man da schon noch irgendwas rundherum bauen, dass man den auch. Also blau und rot schaut jetzt einfach mal offen aus. Ist getabled, das finde ich gerade auch komisch. Ja. Das ist die viel bessere Karte, also man könnte maximal den Changeling vertreten, finde ich. Wenn man sagt, okay, man wird halt jetzt noch dreifärbig. Ja. Swordcast. Warum nicht? Ja. Bloodshot Trainee. Greifen wir mal zu und mal schauen, vielleicht finden wir noch ihn. Ja, wir haben schon den Craft Mage. Also einmal craften können wir ihn schon. Schaut ihr denn nicht, um ihn zuzugreifen? Nein. Man kann das Smash zum Mittelessen. Ich glaube, ich brauche ihn nicht. Gunshot. Den will niemand. Das wollen wir auch nicht, aber niemand. Gut. Bis jetzt ist das ja eher die Übung öffnet den Tamagolf, so wie Modern Masters 2. Nicht oder ganz, Niv-Mizzet. Nicht ganz, aber, aber der passt wenigstens in unser Deck. Der Niv-Mizzet passt in den Plan, oder? Jetzt kann man mal den Hikari mal entfernen. Ja, und kann er mal ganz genau schauen, was aus diesem Booster noch zurückkommt, weil da gibt es nämlich Firebird, Minotaurus wird es nicht schaffen. Craft Mage Repeal, Agony Warp im Splash, Sieg of Hope sehe ich ja auch nicht im Main Deck, oder eher nicht im Main Deck. Aber da kann durchaus noch was zurückkommen. Wenn wir mal den Thief of Hope ins Sideboard schmeißen, dann. Shotguns. Ja. Ganz okay aus. Schaut ganz okay aus, ja. Ah, wir sind einfach immer noch im Drachenformat, oder? Jui. Ja, die will ich einfach spielen. Es gibt sicher bessere Picks jetzt in dem Moment. Es ist auch der Thrumming Bird bei uns, glaube ich, sehr gut. Der Thrumming Bird könnte gut werden, ja. Oder der Craft Mage.
und die gegraftete Kreatur und die Sages proliferiert. Vernünftiger ist sicher der Thorming Bird Pick, aber... Aber du bist so im Pringlis-Modus, oder wie? Ich bin so im apokalyptischen Hydra-Modus. Verstehe, das heißt, wir haben jetzt dann eine weiße, wir sind eigentlich rot-blau, haben dann eine grüne, eine weiße und eine schwarze Karte mit einem schwarz-weißen Fixing. Aha. Klingt nicht so. Klingt super, ja. Aber Apokalypse-Hydra. Also, das ist der vernünftige Pick ist sicher der Thorming Bird. Ja, ich keine Ahnung, wie viele Fixings in dem Format gibt, ob man dann am Schluss ja, wenig. Die Hydra auch noch nehmen kann. Ich würde den Vogel nehmen. Der Vogel ist gut. Du bist so. Diszipliniert. Ja. Noch einen Craftmage. Ich glaube, den gibt es noch. Der schaut mir nicht so aus, als ob die Leute ihn so bewerten. Bouncen und weiß ich nicht, ob es noch eins gibt. Kann man den Soliter und vielleicht noch einen Rest splashen, wenn das vorbeikommt? Ja, das stimmt. Neben das Inversion muss man ja nicht unbedingt splashen jetzt, nur mit einem schwarzen, Source. Und sonst sind wir, glaube ich, nicht groß genug. Ich finde da fast, naja, schon ist schon der Craftmage der bessere Pick, aber beeindruckt mich alles nicht. Und die Länder habe ich schon echt gern. Was ist denn da los? Pillory of the Sleepers finde ich auch. Und Ikari. Noch ein Ikari. Was ist denn da los? Er findet keine Freunde. Helium Skirt, da könnte in unserem Deck aber ganz gut sein. Ja, ich wollte. Oder noch ein Swarming Bird. Na, dann nehme ich vorher zwei eins von den zwei Removen. Wie Firefall oder Schnarcholepsy. Ja, ja. Keine Ahnung. Kartl finde ich auch super. Mhm, aber wird es nicht mehr in unserem Deck schaffen. Lieber das Günstige. Wir haben schon zwei Bounce-Länder, also wir haben mit 17 Länder eh schon viel Mana. Vielleicht sammeln wir noch ein drittes Bounce-Land auf, ich würde das Schnacholepsi nehmen. Ja. Grünlux. Ja, das rot-schwarze Agro-Deck ist offensichtlich auch ein Archetyp, ja, den ich auch gar nicht so schlecht finde. Die Frage ist, ob wir noch einen Finisher brauchen bei den 3-6 Activation. Das glaube ich auch fast nicht. Wir können eine Sphäre sogar nehmen. Ja. Oder halt eine von den zwei soliden Kreaturen, den Ogre oder den Hovergard, da finde ich den Ogre besser. Wenn der mal geplatzhörstet wird und dann kommt der Vogel angreifen. Dann ist es schon ziemlich verrückt. Okay. Macht zwei Schaden für zwei Mana bei uns. Aber das dritte Bounce-Land. Aber die Nameless Inversion doch schon relativ leicht unsplashen. Ja, ich finde das Element finde ich auch interessant und sogar den Trainee finde ich interessant, weil dann kann man anfangen langsam Karten zu picken, die den Trainee besser machen halt. Doppeltrainee. Hast du mich überzeugt. Oh, ich wollte dich hier nicht überzeugen, man kann sicher das Kanarium auch entnehmen, aber ja, ich glaube, aber dass der noch einmal kommt. Pillory of the Sleepless ist heute gratis übrigens, für alle, die es wissen wollten. Muss man da jetzt schon Copper Carapace nehmen an der Stelle, wegen dem Doppel-Bloodshot? Ja, ich fürchte fast. Mein Mana Leak wäre auch okay. Aber wir brauchen nur, ich hätte schon gern zumindest drei Wege, die dick genug zu machen. Ja. Zumindest zwei. Also wir haben nur mehr Anbooster dann. Ja. Und Pillory ist eine super Karte. Nein, aber das kann man ja sowieso nicht. Ich hätte sowieso Mana Leak oder den Nightcap genommen. Gibt es noch einen Ogre? Hm. Ich finde den okay. Zweiter wäre halt noch nett. Ja. Man kann natürlich auch das Deck wählen, noch ein bisschen. Finde die quadratisch. Mata würde ich jetzt glaube ich den Wrecking Ball nehmen. Weil Blazer für das will, spielen wir ja nicht, oder? Ich glaube, dass das bei uns besser wäre als das normal. Es ist halt normal, ja, für keinen guten Spell, aber bei uns wird der schon. Aber da kriegen wir noch Fast Track und so weiter. Da kriegen wir noch mal dazu. Cause why not? Zwei Drop für den Ogre finde ich eher relevant. Ja. Obwohl das nicht, das keine gute Karte ist. Ah, das
jetzt nehmen wir den Hikari raus oder irgendwann ist es aus mit den Geschenken. Will niemand scheinbar. Ja, das Geisterdeck ist halt einfach niemand. Das ist nachgerade lächerlich. Oh! Ausland? Bitte sehr. Das brauchen wir das nächste Mal nicht mehr so früh nehmen, wenn wir das tabeln können. Obwohl, so lächerlich ist es halt gar nicht, dass ein Archetyp komplett offen ist. Nein. Es muss halt nicht jeder Drafter einen Archetyp draften. Und es gibt halt auch C. Ionia. Ist die was wert? Ich weiß es nicht, aber man kann es, glaube ich, mal nachschauen an der Stelle. Sonst nehme ich auch gerne einen Lightning Bolt, der daneben klingt. Oh, wirklich? Ja, doch. Sehr gut. Ich habe gehört, der ist nicht so schlecht. Fünf Ticks. Drei bis vier Mittelfeld, oder? Das ist selten. Okay. Drei Ticks im Master. Da würde ich fast den Lightning Bolt nehmen. Wo muss man schauen, was da zurückkommen kann. In einem normalen Draft wären so 3-4 Ticks schon die viel zitierte Schmerzgrenze, aber bei Modern Masters... Ist ja alles gedoppelt. Ja. Also gedoppelt nicht, aber die Booster sind mehr wert, der Draft kostet mehr. Eben, da ist auch die Schmerzgrenze der andere. Sonst, wenn Lightning Bolt nicht drin wäre, würde man wahrscheinlich sogar die Ionia für die Ticks nehmen. Ja. Eye of Google auch nicht viel mehr wert, oder? Wahrscheinlich nicht. Dieser Booster ist deprimierend leer. Ja, Katodin ist, glaube ich, keine gute Karte bei uns. Obwohl es grundsätzlich 3x3 3 ganz okay ist. Das Rügel Battle habe ich im Sidefall. Wieder mal ein Gespenst. Ja. Da gibt es viel. Ja, wenn wir das Eye of Google über nichts. Schaut doch ganz nett aus, oder? Der ist gut. Der ist schön quadratisch und wir brauchen in Wirklichkeit sonst ja nichts. Wir schicken das Spoilerwerks auf die Reise. Ja. Passt. Whippersnake, oder? Ja. Whippersnake mit Graftmage. Einmal graften, zurückbouncen, wieder ausspielen, wieder graften. Ja, schaut solide aus. Oder Tribal Flames. Ja, wir werden halt kein Basic. Wir werden genau die Nameless Inversion splashen, vielleicht den Wrecking Ball, oder? Ja. Den Solitaire nicht, weil unser Deck eh gute Qualität hat. Dann macht es 2 Schaden, ich weiß nicht. Noch eine Inversion? Ich meine, 2 Mana, 2 Schaden ist jetzt auch nicht katastrophal. Nein, ich überlege wegen dem Cloud Elemental, weil Cloud Elemental mit Doppelblattoger und Gohan Minotaurus ganz okay ist eigentlich. Das stimmt. Das ist ein Argument. Ja, gefällt mir. Ethersnipe. Ist der Ethersnipe finde ich schmackhaft. Swordcast finde ich übrigens nicht so toll. In unserem Deck bis jetzt. So, verstanden. Mit Mana zieh 2 Karten. Ja, Ethersnipe ist doch okay. Ja. Wir hätten gerne noch einen anderen Zweitrop und eine Möglichkeit, um den Trainee zu pumpen, oder? Ja, das wäre dringend notwendig. Repeal. Goblin Warpaint ist für ein Trainee. Ist für ein Trainee, okay. Aber wir haben jetzt schon 24 Karten. Ja, wenn wir den Trainee spielen wollen, brauchen wir zumindest noch eine zweite Möglichkeit, weil nur mit dem Copper Carapace reicht es halt nicht. Und was will man da sonst? Ethersnipe nochmal, aber... Nein, Ethersnipe brauchen wir nicht unbedingt, ja. Lass uns das Warpaint aufsammeln. Und nochmal den sinnlosen Zweitrop raushauen, den brauchen wir nicht. Den ist. Ja. Puh. Aber gibt es auch nicht mehr
Na, ich würde den Flieger nehmen oder den oder das Rapid Flames. Vielleicht baut man das. Und bitte jetzt, bevor wir das zweite Requiem nehmen, nehmen wir die Blades, oder? Okay. Spielen wir es nicht, aber. Okay, irgendwie ein komischer Draft. Hat sich am Anfang so ausgefühlt, als ob es beim Herumirren dann zufälligerweise die Karte, also die Farbenkombination geworden ist, wo wir dann die Bombe im zweiten Boost aufgerissen haben. Und dann ist es irgendwie so dahin gemäht, oder? Ja, das trifft es ganz gut. Im Endeffekt wird jetzt da die große Entscheidung sein, ob man dieses Bloodshot Trainer Package spielt. Ja, also wenn die drei Länder mal rauskommt, sind es 26 Karten, oder? Nein. Und Blades of Willis Will wird man von vornherein einmal nicht spielen. Naja, ist auch mehr oder weniger in dem Package drin. Ja, und das Warp hinter eigentlich auch, weil das ist auch nicht besonders gut in unserem Deck sonst. Alternative Karten, die noch irgendwie sinnvoll sind, hätten wir den Soul Eater. Artefakt. Oh ja. Den 2-Drop halt, den Soul Blood Flame. Und das war es dann auch fast schon wieder, oder? Ja. Außer man will doch irgendwie ESK-Farben werden, aber Doppelweiß überzeugt mich da halt auch nichts. Nein, anderes. Nein. Da hätte man sicher, dass also Spirits waren offen, da hätte man rein switchen können. Ich weiß noch nicht wann und ob es gut gewesen wäre. Es hat sich so angefühlt, aber man weiß es also nicht. Man hätte eine zweite Inversion gehabt, man hätte einige Spirits aufgesammelt. Ja. Fühlt sich irgendwie besser an, aber man weiß es nicht. Okay, also ich glaube 17 Länder mit Fiery Fall und 3 Bounce Ländern ist ausreichend auf alle Fälle, oder? Ja. Auch bei unserer Anzahl an 6 Drops. Jetzt ist die Frage, welche zwei Karten cutten wir? Ich finde halt, die Trainees sind 4 Mana 2-3, das ist so auch okay. Man kann halt mit Repeal und Graft. Whippersnake und Graft. Ja, halt alles keine super Synergie. Nur die zwei schlechtesten Karten sind halt genau die. Sind halt genau die zwei Karten, von denen man mindestens einen als Enabler braucht, oder? Ja. Aber irgendwie ist das nicht ganz energetisch geworden. Mhm. Auch die Blood Ogre sind 2-2 First Strike Blocker. Ja, außer sie haben zufälligerweise einen von den zwei Fliegern am Anfang. Und wir legen es dann als 6-Drop mit. Ja, das geht alles irgendwie nicht vernünftig. Ja. Aber ich finde es trotzdem als 2-2 First Strike Blocker. Okay, ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Ich glaube nur, wir brauchen den extra Punch vom schwarzen Removal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man nicht auf das Nameless Inversion verzichten will. Wenn man sowieso Lightning Bolt, Vapor Snake, Doppeln, Schnacholepsy, Fiery Fall, Electrolyze und Repeal hat. Und dann halt noch auf das eine Blades of Willis will. Verzichten und dann halt das No Risk No Fun, beste Qualität ist im Main Deck, Punkt Deck ist ja. Trotzdem mit den zwei Bounce Ländern, weil ja die Kurve ist jetzt auch nicht so, dass wir die immer treffen müssen, aber die zwei Bounce Länder stellen sicher, dass wir den 6 Drop treffen, das ist schon gut. Ja. Oder verzichten wir auf das Schwarz-Weiße sogar? Nein, das ist der zweite, das ist der zweite schwarze Source, oder? Ja. Die Frage ist, ob dann trotzdem noch ein Swamp Thing Firefall? Mhm. Jawohl. Werden wir so oft was wegräumen, wo wir zuerst ein Firefall discarden, damit wir anschließend dann einen Wrecking Ball spielen können? Das klingt das nach einem guten Plan für dich? Nee. Okay.
Endeffekt muss man halt irgendwie hoffen, dass man irgendwie dann doch Blood zuerst aktiv kriegen oder einen Bloodshot Trainee aktiv kriegen oder einer von unseren guten Sex-Jobs wirklich gut ist. Genau, wir können das normale Removal haben wir ja einige. Removal Card Advantage Spiel spielen, uns wie die Ente ins Gras ducken und dann den Sex-Job rauslassen. Das ist die Qualität von dem Deck. Schauen, will uns gar keinen Swamp vorschlagen. Ja. Gescheit. Will auch gar keinen Swamp haben, glaube ich. Wollen wir mehr Blau? Dem neuen, weil 9-6 kommt man übertrieben vor, ja, zugunsten von Roten. Ja. 8-7, ja, sind wir noch am ersten. Okay. Ja, ist okay. Passt, schauen wir uns an. Oder auch nicht. Das sind ihm zu wenig Länder. Interessant. Dann nochmal 8-8, ist mir auch recht. Masken. So, wir kommen zur Runde 1 in Takir Dragons Memorial Modern Masters Draft. Und ich glaube, wir halten das, oder? Einverstanden. Da gibt es doch einen klassischen Plan. Den besten Blocker legen. Land legen, Land legen und discarden. War das nicht so? Das ist ein Bounce-Länder. Vielleicht werden wir ja vorher noch schnacholepsieren. Dann würde ich alles nicht so ideal. Das ist Würsel. Ja, dann würde ich fast narkolepsieren, oder? Naja, angreifen kann er nach der nächsten Runde nie wieder, oder? Weil wir stellen einfach einen Platzhörster davor. Oder wirklich ein Bounceland legen. Ja, stimmt, eigentlich sind uns die 2 Damage pusht. Bounceland oder Insel? Was discarden wir, wenn wir Bounceland sehen? Bounce wahrscheinlich, oder? Ja, dann ist die Sequenz, wir machen 3 Drop, 4 Drop, 4 Drop und so weiter. Ist wahrscheinlich besser, als wenn wir jetzt 3 Drop machen und dann den 4 Drop skippen müssen, ja. Nicht auf Spawnsland geklickt. Wahrscheinlich wird es dann unten werden, oder? Weil wir haben mehr Doppelrot als nicht Doppelrot. Was haben wir in Doppelrot? Den Minotaurus? Ja. Und den Firebird? Okay. Der hat sogar Triple-Rot. Ja. Gegner Gemalgend? Ja. Bis jetzt blau und weiß. Und blau-weiß. Ja, schaut nach einem Infinity-Trick dann aus. Ja. Ja. Dann ist dir das Schimmler. Gut, aber ich meine, mit 1-1 Boden kriechen kann er versuchen, zu schreiben, das wäre ja okay. Ja. Das nehmen wir einmal 2 und lassen immer Zahlen für so einen Schimmler. So weit, so gut, alles noch kein Problem. Auch einverstanden. Der nicht sehr durstige Ober. Ah, der wird schon. Der wird schon noch. Der Hatchling könnte recht schnell dick werden. Schau mal, ob er jetzt einen Rest hat. Wenn er einen Rest hat, ist es unangenehm. Der will sich irgendwelche lebenden Waffen aufheben. Ja, ja, sicher. Aber da können wir uns sicher leisten, nächste Runde nochmal 4 zu nehmen. Hm. Denke ich auch, solange der Boden dicht ist. Auf 12 zu gehen.
Kann ich nächste Runde das Race helfen, oder? Ja, glaube ich auch. Der kann das Blocken von irgendwelchen Kreaturen verhindern, der Hatchen, oder? Ja, aber nur für ihn selbst. Mhm. Gegner wird im Normalfall das Race annehmen. Ja. Ja, grauslich. In der Kombination. Ja, ziemlich hässlich. Der schnarcht uns jetzt ziemlich viele Schadenspunkte rein. Das ist plus 4, oder? Ja. Oh. Das sind 12 Schadenspunkte. Mein lieber Spitz. Ist grauslich. Ja, das ist ziemlich unangenehm. Und vor allem, sich mit Mana auch noch alles schön ausgeht. Ja. Als wenn er sich's durchgerechnet hätte. Machen wir, wir schnachalisieren dann den Skyhunter und müssen dann auf den anderen schießen, ne? Ja. Stopp! Nein. Wir müssen zu Hause bleiben. Ja, schon, aber die Frage ist, ob man das Land jetzt legen will oder ob man dann dem Spot jetzt das zweite Bounce legen kann. Bin ich mir nicht sicher. Aber. Okay, so soll es sein. Sicher müssen wir zu Hause bleiben, ne? Angreifen gehen wollte ich nicht. Und die letzte Handkarte im Land ist immer dabei. Wenn auch schmerzhaft. Unangenehm, aber noch. Im Rahmen. Naja, bald so viele Kreaturen davon umschneiden kann. Ja. Sehr bald schon so viele Kreaturen, dass uns umschneiden kann. Vor allem. Das sind nächste Runde 5 Angreifer, oder? Ja. Vielleicht kommt er die Runde ja schon, aber ich kann nicht fahren lassen. Auch nicht, er wird den Schema umrüsten, oder? Gut gespielt, hätte ich genauso gemacht. Wer hat sich den Blitzableiter verdient? Oha! Oh. Na. Das ist doch. Sweet Baby Jesus! Gibt es ein bisschen was gratis? Danke. War wieder total unnötige Attack. Ja, nicht ausgewählt. Basis Magic gegen Basis Magic. Sehr gut. Bringt uns ins Spiel zurück, oder? Ja. Ja, wir müssen nicht von der Mühe blocken, oder? Natürlich. Scheiße, wir uns jetzt nichts. Na, da können wir nichts. Na, bitte! Wenn man Hardcasten, oder? Ist alles golden. Hardcasten, Token bouncen, reinsteigen gehen, oder? Einverstanden. Wegen dem Removal halt nur mit dem Dungeon 5 entschieden. Etwas nein. Bravo, etwas nein. Sehr gerne blocken, Cranial. Gegen Cranial Plating ist dieser Blood Ogre halt so der allerbeste Blocker aller Zeiten. Ja, das ist gut. Wenn er nicht jetzt irgendwie so Wings of Velis Vela oder irgendeinen Unsinn hat, genau jetzt in dem Droste, könnte ich das schon ausgehen. Schön, mal knallt einmal ein. Aha. Obacht. Ich denke, das Play muss dasselbe sein, oder? Nur mit dem 5-4 oder 5-5 Angriff. Ja, sonst gibt es Removal und dann sind wir hinten. Man kann natürlich auch
Aber Paper Snake will man es in Wirklichkeit behalten, oder? Genau. Man kann aber durchaus sagen, dass der Mühe nicht blocken darf, wenn er den selbst aus Bounce-Hand spielt. Stimmt. Man kann auch sogar sagen, dass beide nicht blocken können, dann haben wir fix die 5 Schadenspunkte. Oder wäre uns der Jump-Block recht? Wow, ich glaube, der Jump-Block wäre okay. Ich glaube auch, ja. Den Mühe halt eher lieber nicht. Genau. Ja, ist gut. Den können wir im Notfall Paper snaggen. Ja, sinnvoll. Ja, gut. Okay. Der schnarcht jede Runde. Büsel, büsel. Man hört ihn fast. Ja, büsel, büsel. Okay. Ich glaube, wir werden das Prinzip von erster Linie erkennen, oder? Okay. Ja. Wir nehmen alle Geschenke, die man uns bietet. Jetzt. Wollen wir den Web besnacken und schon tödlich angreifen? Ja, 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 schon. Kommt mir richtig vor. Okay. Ja. Was soll sich über viel zitierte geschenkte Geule nicht beschweren? Irgendwas. Gutshot vielleicht gar nicht so schlecht gegen Mewsmith und Double Striker und. Gutshot ist, glaube ich, eine okay Karte gegen den, ja. Gut, aber gegen Blau-Weiß muss man natürlich Warpint und Carapace auch drinnen lassen, weil das kann direkt Game sein. Ja. Vielleicht ein Sechs-Drop weg. Na, ich weiß nicht. Also ist schon klar, dass wir auch einen Weg brauchen, um das irgendwie heimzufahren, oder? Wenn wir stabilisiert haben, haben wir stabilisiert. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Wrecking Ball kann schon so ein Catch. Vielleicht den Minotaurus nicht, weil wir eh nicht wirklich blutlustig werden im Normalfall. Ja, aber dafür ist der halt 3-3, stellt sich alleine hin. Und ja, was würdest du cutten? Ah, genau mit dem Argument, mit dem Gutshot. Ja. Ich glaube, man kann den Minotauren oder das Cloud Elemental oder den Sage cutten mit unterschiedlichen Argumenten. Aber das Cloud Elemental, finde ich, blockt ja zumindest den Flieger. Und der Dauerwürfel kann man vielleicht schon echt, das ist sicher schlecht, das ist 6 Drop. Die anderen zwei sind besser. Du bist raus und weiter geht's. Zügig weiter im Text. Naja. Die große Herausforderung ist wieder mal den maligen Button zu erwischen. Ja. Okay. Für einen 6er Mulligan, alles andere ist schlecht. Schau, da müssen wir gar nicht discarden. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Na, also diese Bounce-Lands waren halt auch einfach schon, als sie das letzte Mal in einem Draft-Format waren, richtig gut. Sind sicher in dem Moment. Okay. Gutshot wäre super. Ob ich auf den überhaupt schießen will, bin ich mir nicht so sicher. Wollen wir uns Schaden ersparen und den Schnarchen legen? Mhm. Wirklich, oder? Der ist doch nächste Runde dann schon bei der Mana-Sink, weil er einfach nur gegen den 2-2 nicht ausspielt, oder? Muss er dann jede Runde ein Mana zahlen, damit er uns was reinhaut? Irgendwie der Prototyp des braven Arbeiters entdeckt, das wir so getroffen haben. Oh ja. Manchmal hat man dann halt auch Gegner, die Arbeit belohnen. Ja, ich glaube, da ist in Modern Masters auf jeden Fall mehr drin als das.
Ja. Es ist halt ein solides Deck, aber solide wird, glaube ich, meistens nicht wirklich reich. Ja, das. So wie es halt immer ist bei einem quasi Privilegiedraft. Da gibt es viel mehr Möglichkeiten. Schon Training wäre super drauf. Ich bin mal gespannt, ob der Mühe jetzt irgendwie nur im Deck ist, weil er ein Artefakt-Drop ist oder ob da mal was Dickes auch rauskommt. Der ist unerbittlich, dieser Gastskin. Sei mein Gast. Aber ich finde, der ist schon ganz gut. Zwei Mana-Artefakte mit okay Stats. Ein 4-4er Baum. Ich glaube, den will man schon craften, oder? Ja, ich glaube schon. Was, warum denn nicht? Naja, urtrickreich. Urtrickreich, aber ich glaube, da würde vielleicht sogar Doppelblocken, sogar dieser gehen. Ah ja, mit dem Repeat hinten, ich bin mir nicht sicher. In dem Deck finde ich zum Beispiel den Fairy Mechanist. Ja, super gut. Ich glaube, der ist in einem Affinity Deck doch immer super. 4 Mana, 2 Fliegen, das ist halt auch nicht schon keine Katastrophe. Und dann aber ja. Kann man sich das langsam mal ein bisschen überlegen, was man da machen will, oder? Ja. Bieten wir wirklich den Doppelblock an, den fatalen. Ja. Kann ein Instant Speed für das ganz Furchtbare sein. Irgendwelche Pumpspells, Tricks, irgendwas kann er schon machen, aber. Ich sehe den Grund nicht. Ich glaube, wir sind das Kontrollierer-Deck in dem Matchup. Also das heißt, wenn ich jetzt einfach nur Schnarcholepsy, obwohl es wehtut, auf den Gastskimmer mache, oder nochmal zwei nehme und dann End of Turn Repeal, sodass ich dann den Gastskimmer zwei Runden lang nicht mehr mich damit beschäftigen muss. Gefällt doch, oder? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber da sparen wir uns ja trotzdem nur eine Runde, weil einmal hat er gehabt, dann wieder ausgespielt, kann einmal Night haben und kommt wieder. Also zwei Runden ist das nicht. Na doch, er ist halt dann Summoning Sieg. Ja, eine Runde lang. Genau. Und nicht zwei. Ich würde ja, jetzt fast Schnarchen legen. Okay. Schnarchen legen, das Carapace legen und Blaubot offen lassen, oder? Ja. Okay. Es fühlt sich ein bisschen Low Power an, was wir da machen, aber okay. Ja. Das scheint ihnen genug zu beeindrucken. Okay, jetzt brauchen wir nicht schnarchen. Oder? Ich meine, das Argument ist genau dasselbe wie vorher in Wirklichkeit. Wenn wir ihn vorher schnarchen schicken lassen wollten, müssen wir es jetzt auch machen, weil ich fand es vorher schon nicht so gut. Aber cool, was soll jetzt noch kommen? Ja, dann schicken schnarchen. Notfall noch ein Repeal, ein Fiery Fall. Wir können halt dann schauen, ob wir mit einem. Ich will es wissen. Okay, jetzt ist er allerdings besser, das muss man echt sagen. Ja. Jetzt kommt er sofort wieder und die kann uns für 3 rein.
Aber das war, da gefällt mir Repeal dann plötzlich viel besser. Naja. So unendlich viele Möglichkeiten, sie zu vergeben. Bounce Lander, Craft Trigger. Der zeigt uns ziemlich der Gastskin. Sache ist halt, wenn er jetzt einen Remove gehabt hätte, wäre es echt bitter gewesen, wenn er den Minotaurus auch noch wegbringt. Ja, wenn er jetzt den Arrest dazulegt, dann schaut es schon sehr dreckig aus. Obacht. Gut, an der Stelle würde ich jetzt den Gorehouse-Man reinstellen, oder? Ja, weil er noch genug Mana hinbekommen hat für alles. Bieten ihm fröhlich den Doppelblock an. Wieder ignorieren. Und ich glaube, er ist sogar schlecht genug, dass er ihn das Nein angreift. Könnte auch sein. Wobei er ist jetzt schon gar nicht mal mehr so schlecht von ihm ist, weil man kann ja tatsächlich überlegen, da anzugreifen. Um die Schaden durchzuforsten. Er weiß ja nicht, dass wir noch drei Möglichkeiten haben, mit seinen Kreaturen zu interagieren. Das muss ja. Stimmt. Es kann ja Land, Splash-Karte, Random-Spell sein. Ja. Das stimmt. Los, und jetzt der Angriff mal 3. Das ist mir schon fast zu schlecht. Es gibt ja noch ein ganzes Kind. Okay. Okay. Nochmal 3 nehmen. Ja. Dein Argument von vorher war schon nicht so schlecht, aber ich will jetzt einfach. Aber jetzt. Schauen wir, ob es funktioniert. Jawohl, erfolgreich eine Insel gefunden. Sehr gut. Jawohl, jetzt wird's durstig. Wie gut ist der Craftmaker mit diesem Platz, weißt du nicht? Ja, der war ein Sinnige auch schon eine super witzige Karte. Aber jetzt gibt es halt neue Interaktionen. Witzig. Nein, danke. Wir haben schon. So, jetzt kann man dann langsam bald einmal den Kill andenken, oder? Ja. 11. Ja, das ist ein Mechanist. Nein, danke, wir wollen nicht craften. Gut, wir wissen, dass eine von seinen zwei Handkarten der Gastskimmer ist. Wilde Gastskimmer ist. Und er hat eine Zitadelle gefunden. So soll es sein. Jetzt muss man echt anfangen zu rechnen, wie man das dann am besten spielt. Er haut uns einmal nächste Runde noch nicht. Okay. Das ist ein Vapor Snake, wie man sie fast noch irgendwie als Überraschungseffekt aufheben, oder? Wir schauen jetzt mal, ob er angreifen kann, wenn er schlecht genug ist und jetzt reinkommt. Warum geht? Dass wir den gegen den First Attack nicht machen. Ja. Jetzt ist die Frage, wie das mit der Mana-Ausnutzung nächste Runde ist. Wenn man Land sind und das equippen, können wir zwei Kreaturen tappen. Das heißt, wir könnten ihm 10 Schadenspunkte anbieten, aber das ist halt auch noch nicht wirklich. Ja. Was sind 10, wenn alle drei angreifen? Achso, na, weil er gekarapaziert ist. Und wir haben ja dann trotzdem zwei Blocker.
wenn alles funktioniert. Weil er hat ja Land und Rennenkarte. Mit dem System müssten wir ihm den Kathodien schicken, ne? Ja, weil er dann eigentlich auch schon mit Haste wahrscheinlich nichts hat. Gegen einen Pump-Spell werden wir auch nicht verlieren, weil wir zumindest eine Kreatur enttappen können. Klingt eigentlich ganz vernünftig. Ja. Und dann je nachdem, ob wir Land sind oder nicht, Carapace of Ogre oder Carapace of Craftmage, oder? Ja. Oder gar nicht, muss man dann schauen. Ja, finde ich gut. Dann werden wir uns das reinsnacken. Nom, 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 nom. Und wir dabei auch auf Elf. Ja klar, wir haben ja nur 10 Schaden, das ist nicht so tragisch. Und nur einen Lightning Bolt ist direkt Schaden. Ich glaube, ich würde jetzt so spielen, was ist. Also, das Land, ne? Ja, ja, doch, doch, natürlich. Weil sonst kann man nicht den Craftmage mitnehmen. Weil er kann ja dann einen Doppelblock machen, den Craftmage, und dann müssen wir ja sofort enttappen. Richtig? Ja. Na, das gefällt mir gut. Unsere Tiere haben Pseudovigilanz. Im Normalfall kann er jetzt eigentlich nur nehmen und schauen, ob es reicht. Oder den Doppelblock auf den Minotaur machen. Oder? Komisch. Okay, bitte sehr. Man weiß es nicht. Okay, die Variante gefällt mir auch. Okay, der Gegner. Na, Doppelblock auf die Minotauren ist okay. Ja, das sie da machen müssen. Ja. Doppelblock auf den Craftmage geht auch sogar. Ja, fast noch besser. Nichts Hässliches ausspielen, bitte. Okay. Ernsthaft? Ja. Ekelhaft. Ja. Nein, danke. Wie gehen wir mit den Schnarchen legen? Siegelschleißer. Uiuiui. Uiuiui. Mit der Lightning Bolt ziehen. Fast. Na, fast Lightning Bolt. Alles reinstellen, schauen, was er blockt, hinten nachschießen, oder? Dass der dumme Artis am Weg ist. Also ich. Stimmt, das reicht mit Gunshot wirklich. Und in Wirklichkeit ist der komischste Block der schlechteste für uns. Also er müsste den Craftmage blocken. Wobei vielleicht blockt er sogar mit dem Mann. Bladoga wäre super. Bladoga wäre witzig, ja. Oder gar nicht mehr. Okay. Bisschen reden hier weiter. Wir zahlen keine Reden. Niemals. Der Schuss war einfach zu platziert. Er hat sogar den Spaghetti-Monster-Mann-Abkömmling erlegt. Gut, bevor er uns der annihiliert, oder? Ich meine, ganz ehrlich. So weit kommt es noch. So geht's nicht. Na? Jetzt machen wir halt dann immer Ebis. Gut, er hat den Siegelschlitzer. Was ich weiß, blocken. Die anderen Karten kennen wir nicht. Ne? Noch so ein Onkel. Ach, ich will nicht Grafen verpacken.
Wo? Oh, du musst trotzdem sein. Ich glaube, ich hätte Always noch sein können. Na, das ist ja schlecht. Vielleicht war es dann später noch. Ja, dann kann ich es irgendwann auftreten. Er hat eine lebende Waffe. Ach, sogar den könnte man craften. Du willst ja mit den Ogern dann kriegen, oder? Jo. Ey, ja. Naja, das Katholen haben wir noch auf der Hand zurückgeschickt. Weil gegen den Oger gibt es ja immer noch keinen guten Block. Ja. Stimmt. Ja, der ist zu dick für alles. Ist immer noch. Da wird sich halt ein Germknädel davor stellen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, die Mintaus kann man nicht mitnehmen. Ich glaube, der tauscht gegen einen Katholiken. Also, den Mühe hätte ich an seiner Stelle, glaube ich, jetzt schon vorbeigeschickt. Sehr hübsch, sehr hübsch. Jetzt kann man halt dann den Rüber-Equip und wieder einen Tab machen, das finde ich super. Den habe ich nicht vergessen. Erst schlagen die Oger jetzt, erst schlägt und dann im Verteidigungsmodus auch. Bist du narrisch, das ist ein Arbeiter. Der macht das ja ganz allein. Ganz allein. Ja, überraschend mit Germknädel. Ja. Landung. Und Karabatz-Retour. Wir sind schon wieder in der Tiefe. Oh, unangenehm. Ja, jetzt kann einer richtig dick machen. Ne? Ja. Ich glaube, er hat sich fein entschieden. Oder auch nicht. Oder. Plötzlich wieder alles schwierig geworden. Naja, muss man ein bisschen Mathematik anwenden, oder? Ja. So, Option 1 ist nehmen, oder? Ja. Eine Kreatur mehr haben. Ja, Option 2 ist traden. Das Abtauschen, genau. Man kann jetzt 4 nehmen. Mhm. Nächste Runde mit dem Draft Mage Jumper. Nachdem man mit dem aller Mühe da Jump blocken muss. Genau. Dann, wenn er dann mit beiden angreift, vor allem er hat ja das jetzt equipped, das heißt Unblocker, das ich jetzt selbst genommen habe. Genau. Mit beiden angreift, kann man nächste Runde immer noch traden und da Jump blocken und der Blattauge hat im Deppert irgendwie viel nehmen. Das ist dann schlechter gegen einen Bounce-Spell oder irgendwas anderes. Ja, natürlich. Wenn man den Tausch gleich machen können. Ja. Ja. Ich glaube, man nimmt jetzt 4 und macht so. Okay. Okay. Dann hat er immer noch das Autoflight. Ne? Fast. Dann ist es ja eh gemütlich. Weißt du? Ja. Der Oger ist. Tappen will ich ihn gerade eigentlich nicht. Der Oger ist weiter. Der Ebis. Super, wir kämpfen uns da ab mit dem blau-weißen Deck, schnarchen kleine Kreaturen zweimal und müssen dann Artisan auf Kozilek 3 für 1 wegtauschen. Oder 2 für 1, sag ich nicht. War praktisch, aber es ist wirklich 2 für 1. So, in der Runde 721 kommt endlich einmal dieser faule
Goblin da. No. Immer noch nicht. Nee. Aha. Ist ihm bewusst, dass er da nicht blocken kann? Was kann passieren? Removal Spell. Andererseits kann das passieren, Combat Trick. Also ich würde da jetzt ganz humorlos nur den Ogre reinstellen, weil ich es anders viel zu gefährlich finde. Und da kommt doch jetzt der Jump. Wir bieten das Karabatz auf dem Training und sitzen hinten. Verstanden. War jetzt vielleicht ein bisschen feig gespielt, gebe ich zu. Aber ja, aber warum nicht? Wie fad, dass der keine +1/+1 Marke drauf hat. Stimmt. Das wäre witzig, oder? Ja, das wäre voll wurscht. Das Maschinengewehr. Ja, passt. Runde 2. Ja. So, willkommen in Runde 2. Unsere Startrunde ist schon wieder so richtig schön mittelmäßig, oder? Ja, beim Notfall. Ja. Wir haben einen 2-Drop, einen 3-Drop und ein paar 4-Drops. Passt doch, oder? Also wenn der Gegner nicht hyperaggressiv ist, bin ich zufrieden. Ja. Gehalten. Geschaut. Das wäre so viel besser, wenn es pinnen würde, statt live los. Nein. Na klar, ich glaube, das darf nicht zu wählerisch sein. Na, jetzt finde ich es fast interessanter, ob man jetzt das Freiwill Follower gibt. Ja, hatte gerade Zeit. Ich glaube, wegen dem Vapersnack nicht, weil man im Notfall dann einen Turn skippen und Anführungszeichen kann. Was ist das für eine Familie? Das ist doch schon wieder der quadratische Ogre im Angebot, oder? Ich weiß es nicht. Man hätte auch den Graf mitschlägen können, aber ich sehe. Das ist wirklich keine Farbe lassen. Okay. Der zieht, wie er es braucht. Okay, 5 Color. Vielleicht. Die können schon ganz nett werden. Ja. Ah, oh, das ist ganz nett. Das ist auch gut. Dann holen wir es halt rein, glaube ich. Nein? Aha. Er bleibt hier. Verstehe ich nicht. Ja. Die Frage ist, wird der nächste Runde merken, dass er hauen kommen kann? Man weiß es nicht so recht, oder? Einen dicken Hatchling hin. Ich glaube schon. Nachdem man uns da jetzt ja 3 Damage geschenkt hat. Ja, wenn wir. Schenken wir ihm 3 zurück. Ja, jetzt ist ja nicht mehr so eindeutig, ob man dann angreifen will dagegen, weil 2-2 First Strike kann ja gegen sein Deck echt schlecht sein, vielleicht. Ja. Okay, jetzt wird es langsam hässlich mit dem fetten Kollegen da. Ich würde immer da gerne Vapor Snack
benimmst. Pfui. Pfui, pfui, pfui. Na gut, wie funktioniert das jetzt mit diesem Phönix genau? Kann jetzt um 5 Mana aus dem Graveyard spielen und. Genau. Dann würde ich eigentlich lieber den Schnarchen schicken, oder? Okay. Oder hättest du das für zu umständlich gespielt? Jetzt den Graft-Mage gespielt, dann das Vapor-Snake auf den Rioter gemacht, nachdem wir nochmal 4 genommen haben, dann die Schnacherei auf den. Okay, ja, ja. Oh ja. Ist ein guter Plan. Ja, der Savage Twister war urgemein. Ist eine unfaire Karte, der Savage Twister. Wäre das eigentlich schlechtere Play, was mir zuerst eingeschossen ist, das Goblin Warping auf dem First Track zu machen und nachher deutlich besser. Der ist echt wild, 5 Color, oder? Ja. Also mit voller Begeisterung. Nur jetzt, glaube ich, schicken wir den End of Turn zurück, oder? Ja. Oder vielleicht will er ja jetzt aktivieren, um noch einen Schaden extra zu machen. Such dir die Insel, bitte. Ach komm, sei so nett. Ja! Ja, aber ja, doch, aber ja! Sollen wir den Value buchstabieren? Ja, Anfang und das wirklich ziemlich gleich. Value Bubble. Nein, das ist eine super Karte, aber jetzt war es, glaube ich, gerade nicht so geplant. Außer hat mein Forest auf der Hand. Nicht sein, oder? Komm, 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 komm. Ich glaube, wir haben einen Ball in einen dicken O. Ja, Taurus. Schmacko. Fein, weil der Minotaurus könnte theoretisch ja dann sogar mit dem Madcar Riot das Tiosten, wenn er 6-6 ist, oder? Ja, da bin ich auch dafür. Yes! Wow, das weiß ich jetzt an seiner Stelle gar nicht, was ich da rauslassen würde. Phoenix. Phoenix? Oder! Danke, nein, wir wollen nicht craften. Normal. Normalzeit. Der ist aber geladen, der Mann, oder? Ja, schaut. Wobei, wir hauen ihm jetzt einfach mal 9 rein. Ah, geht nicht. 8 rein. Ja. Wir legen den Schnarchen und schauen halt, ob sie dann noch freuen. Lieber Spitz, der ist gut dabei. Schritt 1. Na, stopp, stopp, stopp. Ist das wirklich die Alternative? Was ist besser? Wenn nicht angreifen, kommen Schnarchen, schicken Fiery Fall auf Land und nächste Runde nicht Missed Draconic. Das ist von dem her zu langsam. Oder? Viel zu langsam. Okay. Na dann? Man kann Warpaint auf jeden Fall nochmal machen. Gibt es Giant Drop in dem? Nein, es gibt nur Blut Force. Blut Force gibt es ja. Da kann man überlegen, ob man Narcolepsy. Ah, das ist zu schlecht, oder? Was? Für den Phoenix aufhebt. Aber der Phoenix ist uns jetzt, denke ich, sogar gut. Das ist uns egal, genau. Na, jetzt, wenn wir so anfangen, haben sie mal committed, dass wir jetzt 8 reihen, oder? Ja. Also, du meinst, dass dann die Narcolepsy nicht spielen? Und quasi enttappen, weil. Wilder Hund. Das ist eine Möglichkeit, oder? Ja. Ich glaube, dass eventuell dann vom Tempo her zu schlecht ist. Na, wir haben das 6. Land für den Nifmisset. Das heißt, der geht ja ab nächste Runde eh schon quasi jumpen. Nein, raus, Narcolepsy auf den. Der schaut eh schon so verschlafen, wenn man es ehrlich ist. Das war jetzt das Webersnack, ganz allein. Ganz allein. Und die Gier. Und den Eck, ja, ich weiß nicht, ob er den extra Schaden an den Spot macht, das stimmt. Bitte, muss das sein?
Der ist nicht mein Starfrisch, der Onkel, oder? Was kommt noch was hässlicheres als Matt Carell? Ah, ja, nicht gut. Lampe, gut, oder? Ja. Oder? Fast. Rechts, Oger, Land suchen, mich vermisst Carsten wahrscheinlich nicht mehr. Ich fürchte, es wird keinen Plan geben, oder? Weil Oger Carsten kann man ja mal machen, oder? Ist eben darauf verlassen, dass man jetzt das Land zieht. Ich glaube, wenn man das Land zieht, muss man zuerst ein Firewall machen, wenn man das Spiel unter Kontrolle hält. Von Teufel. Lieber aus der Sicht. Nein, ich auch nicht. Durchrechnen. Er macht jetzt dann wahrscheinlich sowieso den Phoenix. Kommt für 5 und das nächste Mal dann für 9. Das heißt, muss man irgendwo dazwischen mal blockend eingreifen, wenn man davon ausgeht, dass seine 3 Handkarten blank sind. Ja. Oder er schenkt uns jetzt wieder 5 Schaden und bleibt hinten. Geht das nur, reasons, genau. Wirklich. Geht das nur als Sorcery oder wie ist das? Geht das immer? Jetzt spielt er den Drasi auch noch aus. Was ist denn mit dem? Trabbelt er dann oder so? Aber sie schießt Schaden. Na, das beruhigt mich. 14-14. Üppig. Okay. Wie viel Schaden kann der rumschießen? Nur für jedes rote Sohn. Mhm. Ja, aber das heißt, der einzige Plan ist Draconicus legen, also Firemind legen. Und dann mit dem Karten ziehen und dem Pingen irgendwie 2 Runden überleben und damit Lightning Bolt, dass man ihn dann umschneiden kann, oder? Ja. Ich glaube, das geht nicht. Obacht! Wie viel Mana kostet? 2. Obacht! Obacht! Aber man muss gerne trotzdem nicht drüber. Ja, klar, vor allem die zieht eine Karte. Da gibt's ja. Ui. Da geht doch was. Wie ist das denn? Wenn der überlebt, jetzt nur reine Arbeitshypothese. Wollen wir sogar den Craft Mage? Ja, das weiß ich nicht. Das recht. Aber okay, wenn er den wegschießt, kann er den nicht holen. Auch richtig, ja. Aber wenn wir eine Karte ziehen, dann macht er ihm einen Schaden, oder wie funktioniert das? Da gehört du. Okay, also macht ihm den Schaden. In unserem Draw-Step geht der auf 8, dann ziehen wir Karte, geht auf 7, Repealen geht auf 6. Nächste Runde ziehen wir eine Karte, geht auf 5. Er kann auch eine Karte ziehen. Wenn er den jetzt wegschießt, dann hat er auch keinen Fliegerblocker. Das heißt, nicht Wizard kann sogar angreifen. Ja, aber in unserem Draw-Step, wenn wir den erleben, geht er auf 8. Ja. Dann aktivieren wir den Nif-Misset. Geht auf 7. Durch das Ziehen einer Karte. Dann kommen wir dran und er geht auf 6. Ja. Das heißt, dann haben wir Out Lightning Bolt. Weil mit Repeal können wir nur einen extra Schaden machen und wir haben nichts mehr, was extra macht. Aber ich glaube, wir brauchen den Jump Blocker lieber. Also ist knapp. Man könnte jetzt mit dem Craft Mage auch riskant spielen, aber ich glaube, man craftet jetzt nicht. Im Endeffekt will man jetzt nur die Möglichkeit zu nehmen, dass er uns den Craft Mage wegschießt und Phoenix ausspielt. Genau, das könnte auch noch passieren. Ja, muss man einfach schauen. Aber eigentlich trotzdem noch fair zu handeln, du Tilo. Ja? Okay. Das ist ein bisschen unsportlich. Geben wir uns die Zeit. Nein, schauen wir schon. Der ist auch super.
Verstehe ich. Ich habe noch eine Schnarcholepsie für die Hühner. Ich sehe das noch nicht gelaufen. Okay. Dass der Würfel auch noch hat, ist natürlich unfair. Ah, der ist schon richtig abgegangen mit seinem Pfeffer-Pick. Ja. Der Savage Twist war ziemlich knapp. Was okay. Ist denn mit dem los? Was ist denn hier verkehrt? Na, okay. Nein. Weil vielleicht spielt er ja witzig noch irgendwas anderes in der ersten Mainfield aus, dann traut er mir alles zu. Das Problem ist, dass wir nicht so gut hier wegschauen, oder? Nur Lightning Bolt. Dennoch richtig. Wir werden End of Turn Electrolytes auf seine Schilde brennen, oder? Ich meine, die Hydra ist immerhin jetzt für zwei Runden weg, weil er kein zweites Rotes hat. Okay. Außer er holt sich das Rote zurück, das wäre natürlich unfair. Ha, hat er nicht geschafft. Ja, so hat er sich nicht ausspielen. Ist ja kein Sommerblut weg. Stimmt. Okay, ins Gesicht geschossen, bitte. Okay. Nein, beides raus, wieso? Weil Zeit eine Ressource ist. Und ja, aber wir ziehen als nächstes Copper Carapace. Auf den gehen einmal Jumpblocken und schießen mit Lightning Bolt. Das geht nur auf Kreaturen. Überhaupt kein Stress. Ausgespielt, weiter geht's. Gegen den schaue ich mir das doch sicher an. Kannst ja eh in einen Drawstep konzipen. Oder? Das ist eine besondere Freude, das Spiel. Ja, mein lieber Spitz. Der ist geladen, wir sind es nicht passiv. Das ist aber ein cooles Deck. Ist aber cool, dass das so richtig leibend funktioniert. Das ist so richtig abgegangen. Ja. Gut. Können wir irgendwas für oder gegen ihn tun? Counterspell, ja. Gegen das 5-Color-Deck, Counterspell bringen auf alle Fälle. Für? Gute Frage. Wenn wir das Package loswerden, das macht gegen ihn gar nicht so viel. Es ist nicht so GG wie gegen andere Decks. Ja. Können wir das Package loswerden, wenn man Soul Eater zum Beispiel noch bringt? Ja, und zwei Drop halt schon mehr drauf haben. Soul Bright Flamekin und Soul Eater bringen und die zwei Bloodshot Trainings raushauen. Würde ich fast nur machen, oder? Kann man schon machen. Dann halt jetzt einen von den zwei. Wir müssen schon noch eine Karte rausgeben. Carapace oder? Ist das Warpaint, oder? Ja. Er hat haufenweise Removal. Ja. Das eingebaute 2 für 1 würde ich ihm nicht unbedingt gerne. Ja.
wird überhaupt ein bisschen schwer werden, gegen den zu gewinnen, wenn er sich so reinlässt. Na bitte. Passt doch. Das glaub ich, kann da, glaube ich, der einzige Plan sein, den wir haben. Oder zwei, drei Drop verteidigen. Oder halt schnell die Bombe treffen, er hat das Removal nicht. Er muss ja auch nicht immer das Mana fixen. Da muss man dann sogar schauen, ob man das Deck vielleicht nicht noch aggressiver bauen kann. Mit Frog Might auch noch was drin. Weiß ich nicht. Smoke Raiders, dafür haben halt einfach zu wenig Elemente. Ja, okay. Okay. Gefällt mir besser als vorher der Start. Bounceland, Discard, Bravo. Ja, wir legen auf jeden Fall den Druck drauf, oder? Ja, klar. Belackerwurm, na sicher. Belacker, Lacker, Lacker. Den Onkel auch noch. So ein Lacker. P-Lacker. Cooles Deck vom Gegner, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, recht viel Akrotische können wir werden. Zurück auf die Hand. Ah, der blockt doch immer mit dem Graft-Match angreifen, oder? Und dann macht man Electrolyze 1-1. Na bitte, Schmacko. Ja, ist einfach das Grün, ganz kein Grün. Ja, ohne Grün ist er, glaube ich, halb so gut. Eine Flamme aus. Nix. Also. Came like a wrecking ball. Gar nicht so schlecht. Gerade. Ja, gut. Dress mal wieder mal drauf. Schauen wir mal. Fast so gut. Besser Wrecking Ball auf das als auf das, oder? Hm. Und wir bekommen das Bett. Die Frage ist, ob wir es jetzt spielen, ne? Das ist keine Ahnung. Bin mir auch gerade gar nicht sicher. Schon wieder so schwer durch den Mann. Mit Mana können halt schon die ärgsten Katastrophen passieren. Andererseits haben wir mit zwei Tieren um. Nein, kann ich nicht. Vor allem haben wir noch, wenn er nur eine Kreatur droppt, haben wir ja noch das. Hm. Das nicht. Und unsere Optionen sind ja nächste Runde viel schmackhafter. Ja. Wrecking Ball. Da haben wir sich schon die. Aber es waren viele Wrecking Balls. Ne? Wir haben ja auch eine genommen mit Oblivion. Okay. Kann man sogar überlegen, wenn man was drunter hervorsnackt, oder? Oder findest du das zu aggressiv? Finde ich fast zu aggressiv. Okay. Kann man aber wirklich machen, aber dann in der nächsten Runde spielen wir wieder nur eine von den Kreaturen aus. Das tun wir ja sowieso dann noch. Die Frage ist, ob man dann die Runde drauf. Na, da haben wir was anderes gezogen. Lass es gezogen. Das geht ja jagen. Okay. Ja, hilft nichts. Der Plan ist klar, oder? Einmal blutdurstiger Ogre. Schauen, hoffen, dass es immer jetzt auslegt. Eine Kreatur ist. Eine Kreatur ist und dann haben wir noch einen. Mit dem Counterspell Backup. Da reicht's auch schon wieder. Dann. So am besten Primeval Titan schon jetzt. Nicht selbst spielst du für 3. So mit. Da müssen wir, glaube ich, unseren eigenen Garten da wird das nicht mehr nichts helfen. Mann, Mann, Mann!
der ist von mir noch. Na, mal schauen. Wie viel Sorgen machst du? Wir sind mit unserem Race schneller als er. Ich sehe die Bombe. Mhm. Macht auch unsere Beat besser. Bitte, Oga. Naja, ob das reichen wird? Ich zweifle auch ein bisschen, aber nur ein bisschen. Aber er sitzt mit lauter tausenden Removal hinten und weiß gar nicht, was er als erstes ausspielen soll. Uns wäre es wurscht, ne? Wir würden ihn noch zweimal angreifen wollen. Das wäre okay für uns. Absolut. Komm, jetzt nichts Dummes ausspielen. Gut, dann müssen wir jetzt. Lightning Bolt zünden jetzt. Dann müssen wir jetzt resolven lassen, oder? Oder ist das egal? Ich glaube, das ist wurscht. Wir machen halt 4 Damage mehr. Ja, richtig. Danach ist das sowieso ein Jumper. Und dann müssen wir jetzt counten, oder? Okay. Wenn wir davon ausgehen, dass die andere Hardkarte nichts ist. Ja. Weil sonst können wir es, glaube ich, nicht gewinnen. Na ja, sicher, das ist ja dann aus dem Friedhof. Aber ja, so. Er kann ja nur Jump blocken gehen, weil er ist ja der First Act. Das ist schon okay. Mhm. Na also, Herr Doktor, was gezeichnet? Gekauft vorher den Morgen. Ja, alles, läuft alles. Ich kann mir schon wieder mal erklären, wie First Strike funktioniert. Das ist eine komplizierte Bibel, die versteckt sich auch ganz weit unten auf der Karte. Der Gegner bin und ich verliere es, so würde ich mich ärgern. Aber er kann auch einfach nur Removal spielen und ist wieder gut im Spiel, oder? Nein. Einmal Tribal Flames, einmal World of Phoenix ausgegraben und alles ist weg. Notiert. Schnarch, 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 schnarch. Blood Ogre Angriff. Naja, sicher, der ist. Nicht mehr so zieht eine Karte. It's a joke. Okay. Vor allem muss er jede Runde 5 Mana ausgeben. Es ist nicht so, dass er 10 hätte, oder? Ja. So die Apokalypse Hydra kommt halt nicht für 2000. Ja, er ist ja im Prinzip tot an Bord. Das reicht nicht. Stopp. Das ging in Kampf. Okay, sorry. Auch nicht schlecht. Ich würde gerne einen Gegner erschießen. Oh, er hat es eingesetzt. Mal schauen. Okay, lass uns doch nochmal überlegen, der ist irgendwie, sein Deck ist so doppelt so gut wie unseres, oder? Das ist eine Frechheit eigentlich. Das heißt, wir bauen so das dümmste Agro-Deck aller Zeiten. Ich weiß nicht. Das ist ja auch so schlecht. Ich glaube, wir haben einfach nur 13 Kreaturen. Die Frage ist halt, ob das Goblin Warpaint wieder irgendwie zurück muss, weil halt theoretisch das auf eine Kreatur. Aber der hat so viel Renouvel. Ja, das stimmt. Das ist alles ein Blödsinn. Schmuck, Redor.
Nicht ganz. Das tut mir leid. Ich glaube, das ist das Beste, was machen kann. Ne? Ich fürchte auch. Ab dafür. Vielleicht Color Scooter ja wie die Sau. Oder Power Mulligan. Will ich nicht machen. Vor allem auf 6 Mulligan. Also wir haben nicht den Agrodor mit dem, aber ich finde es knapp gut genug, dass wir es... Tralala! Ja, wir haben ja nichts, also... Aber er auch nicht. Ist noch nicht Feierzeit. Ja. Nehmen wir normale Ränder. Ja, okay. So. Zwei Runden noch kein Land ziehen, wäre schon sehr freundlich. Okay. Eder ist am Zug. Wahnsinn. Ja, aber schon. Nein! Zwei ins Gesicht. Ja, oder zwei ins Gesicht, was sonst? Bitter ist er, der Bitter, oder? Cloud Elemental ausgespielt und dann Tapland. Der haut ihn jetzt deppert. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Mhm. Okay. Was? Nicht so okay. Ausgespielt. Ich würde gerne eine Insel auslegen, damit Savage Twist dafür zwei nicht reicht. Mhm. Einverstanden. Ich glaube zumindest, dass der noch ein grünes Land von oben reißt, aber ist schon okay. Diese Anti-Synergie. Ja, nicht so toll. Na komm. Im Normalfall muss er den Turn doch eh auch noch skippen. Die Frage ist, ob wir einen kleinen Drop ziehen, damit der Hedgelinger das 4-4 angreifen kann. Okay, so ah. Oder ein Spellscap-Webpassnagen. Kann auch überlegen. Wahrscheinlich hätte man die Draw schon die Hand mal geben müssen, wenn ich mir so lege. Snaken, dass man ein Deppert haben. Jetzt. Wir haben nächste Runde 6 Mal, also wirst du den 18, dass du das selber machen musst. Schau. Trotzdem wird das nicht spielen. Würde ich fast tun. Ja, gefällt mir. Weiß natürlich, unser Freund ist incoming, gell? Also vor allem habe ich falsch getappt. Wie falsch getappt? Wollen wir zuerst angreifen. Ja, und? Achso, okay. Nee. Ja. Jetzt sind leider nicht mehr beides aus. Oi, ja. Ja, okay, dann aktivieren wir die Fähigkeit von dem Hedgling und sagen, der Ding kann nicht blocken. Achso, nein, kommt doch nichts. Ja, dann lebt das nicht mehr. Nächste Runde dann. Nicht spielen. Nächste Runde dann auch nicht spielen. Das ist alles ganz schlecht. Ja, das Vertappen war jetzt zwar schlecht, aber. Oder den Ogre jetzt als 2-2er spielen. Das ist zwar draußen, glaube ich. Das macht eigentlich gegen den Space keinen richtigen Unterschied. Naja, mit dem Space Catch hat man den immer zurück. Und wenn der Ogre der 3-3er ist und der proliferated, dann wird es ja 4-4. Ah ja, das stimmt. Das ist super zu. Okay.
Okay, das heißt, der wird jetzt dann geranking oder wie? Wahrscheinlich. Na, er hat sich gekündigt, ist gerade wieder ranking. Na, zack. Jetzt werden wir es langsam spielen. Ne? Also, Frage bei der Decke. Ne? Ja. Jetzt, Ogre zu bouncen, dann ist der 3 auszubilden schlechter. Wir könnten beides machen, aber besonders gut ist es nicht. Ist das das Beste, was wir machen können? Nein. Ich glaube, das Beste ist Belita Solita ausspielen und Garrus erhöht die Chance, wenn er einen Wrecking Ball hat, dass er sich denkt, er wird. Gut, ist bei ihm überhaupt nicht flüssig gelaufen, bei uns auch nicht, aber irgendwie. Okay. Okay. Gut, jetzt darf man im weißen Mana den Seelen essen, oder? Den Space Card nicht, ja. Und hauen ihn mit dem Ogre eine Weile. Anders legen, die ihn nicht missen. Okay. Breaking Ball wäre auch cool auf Set-Bonsland. Für das kann auf Space Cutter. No! Mal schauen, dass wir da irgendwie noch ein paar Schaden vorbeiquetschen. Leinwand ist anders. Naja, wahrscheinlich haben wir so drei Schadenspunkte liegen müssen mit dem Blatt-Oberpilot. Mindestens, na, wahrscheinlich genau. Beziehungsweise haben wir jetzt dafür gesorgt, dass er einen Solid erstatten kann. Und jetzt teilt er uns im Normalfall eigentlich einfach aus. Außer wir ziehen eine von unseren Bomben. Das ist keine von unseren Bomben. Ja, oder er gewinnt einfach. Also, ich meine, er ist in einem Board weit vor. Aber eigentlich müssen wir Nymphmisse reißen und er darf keinen Removal mehr haben. Ja, oder halt Sages in irgendwas oder so. Er scheint sich ja nicht zu bewegen. Wir dürfen ja, ich meine, wenn er einen Removal hat, kann man sich ja selber die Bombe snaken. Der ist auch ein Schmankerl. Schirr bleiben. Ah, das läuft nicht so. Das Beruhigende ist, dass halt das gute Play nicht gereicht hat, aber.
Er war halt zu kurz gescrewt und wie von der Uhr aus. Wir haben vielleicht auch eine Male genannt behalten. Ja. Ja, das klingt nämlich alles, was brauchen wir. Der rennt sich weiter, da kennt er nichts. Da kennt er nichts. Okay. Wir gönnen uns noch einen Elefanten-Drawstep und dann schicken wir zusammen. Ja, der wäre etwas früher, etwas besser. Wir sind geburt, ja. Schade! Wir sehen uns in Runde 3. So, Runde 3, wir sind so erfolgreiche Würfler. Ja. Ja. Gehalten. Schauen diese Sages auch mal vorbei. Gegner war einmal kurz in Paris. Gönn ich jedem Gegner. Deck ist, würde den nämlich sogar gern schon. Aber ich glaube jetzt nicht, weil wenn man als 4-Drop den Bloodshot-Trainer da vorstellt. Ja, ja, ist ja wurscht. Ja. Ja, elementar. Ich meine, wir haben schon so Electrolyze und zwei Bounce-Spells, da würde ich glaube ich nicht auf jeden 2-Drop schießen, der dagegen mit umsitzt. Ja. Und vor allem, ich finde ja, wenn der den mit dem Trainee blockt und dann noch einmal Jump blocken geht, ist das ja wie wenn der Trainee eine extra Karte gezogen hat. So ähnlich. So ähnlich. Oder so ähnlich. Ein Mini-Fog. Ja. Und wenn man einen First Strike 3-3er legen, dann wird er es sowieso nicht mehr angreifen, oder? Ich glaube, dafür geht man dann relativ schnell. Wäre der Plan. Der Sickelschlitzer schon wieder. Kann er gerne kriegen, wenn er einen Zug investieren möchte. Du bist für Ogre, oder? Oh ja. Immer Ogre. Bin bereit, aber ich nicht. Sehr gut. Fürs ältere Publikum. Hey, das ist eine Sauerei. Stimmt, dann darf man auch Computerspiel-Zitate liefern, die schon ein bisschen älter sind. Götter. Oh nö. Okay. Der reißt uns ein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Ich hätte es da an seiner Stelle, glaube ich, ein bisschen gieriger gespielt und hätte angegriffen. Obwohl hinten drei. Aber vielleicht hätte er den Wiedertypen geblockt. Ja, hätte man schon machen können. Tun sie was rein manövrieren, oder? Das war jetzt so die zweitbeste Karte vielleicht.
So, Goblin Go. Und weiter geht's. Irgendwie diese Spiele mit diesem Deck sind immer so Schwitzereien, ich weiß nichts. Vielleicht equippt er jetzt der um, das wäre super. Das wäre schmack. Einmal. Gut, ich meine, wir blocken den. Wir blocken Humor aus die Germ, oder? Ja. Immer für das Verspeisen von Germknöcheln. Sehr gut. Wenn der jetzt so appetitlich ausschaut. Eindeutig mit Bottle. Ja, die Entscheidung scheint schwer zu sein. Wenn er nur den City Ripper reinstellt, dann akzeptieren wir das, oder? Ja, ich weiß nicht. Oh, wahrscheinlich schon. Wollen wir dann gegen Racen anfangen, ne? Aber mal schauen, wenn wir das sechste Mal sind, weiß man alles nicht. Wieder der Zeitpunkt, wo das nachgezogene Bounce Land gar nicht mal so gut ist. Also wie jetzt. Sehr viel ungetapptes Land. Okay, hat sich doch mal dafür entschieden, was zu tun. Er ist Pazifist. Weiter in unserem Plan. Angriff des Wolkenelementars. Und schon wieder da oben. Captain Shrek. Was passiert da? Keine Ahnung. Oder vielleicht ist er auch nicht mehr so ganz bei der Sache, nachdem er halt 1-1 steht. Oder? Grimmig. Das ist natürlich super. Hat der. Was? Okay. Ich hätte gehofft, dass sie das die plus 1 plus 1 und die minus 1 minus 1 Marke sofort aufheben und dann Proliferate nicht mehr funktioniert. Ah ja. Vor allem dann Proliferate. Ja, aber es ist kein Ding dazwischen. Ne? Gibt es keine Möglichkeiten, die Effekte zu checken. Mäh. Das wäre aber cool gewesen irgendwie. Ja. Okay. Lass. Jetzt einmal den Board. Lass uns doch den erschießen. Ne? Eben, wenn wir Land ziehen wollen. Ja, und er darf ja gern gegen einen von unseren zwei Trottel abtauschen. Mit der gern. Warum equippt er nicht? Man weiß es nicht. Ah, schau, wie angekündigt. Na gut, wir greifen an, oder? Sicher. Der Oger muss zu Hause bleiben. Die anderen dürfen reinhauen. Mi. Gut. Besser als wir ziehen das Blau-Rote, oder? Wir haben wenigstens schwarzes Mana dabei. Blau-Rote sind wir gar nicht gepickt. Das Rot-Weiße jetzt geben. Na, was ist das dritte? Rot-Weiß, Schwarz-Weiß und Schwarz-Rot. Ah ja, okay, dann ist es verstoßen. Ja, Rot-Weiß, ja. Sorry. Genau, Rot-Weiß. Ja, das geht nicht zu schreien, aber das schaut jetzt okay aus. Strategisch jetzt viel besser als vorher. Ab. Interessant. Das mal vorsichtig zu formulieren. Juhu! Naja, da werden wir jetzt ein bisschen wild rumschießen, oder? Warum? Wir können doch einfach Warpint auf Bloodshot Training machen und den umschießen. Ja. Na bitte, runter vom Gas, Onkel! Da war doch was! Das ist doch viel besser! Da war doch was!
Bumm. Ja, okay. Angriff. Wenn wir es schon im Deck haben, dann da. Angriff für 3. Spielen wir es ausnahmsweise auch, wenn wir es haben. Na gut. Er hat es riskiert, ich habe es genau gesehen. Okay, jetzt haben wir halt gegen ein anscheinend sehr kreaturenlastiges Deck ein Mini-Combo. Ich meine, er kann schon noch Removal haben. Sollte er jetzt doch fast haben. Gibt es ihn dann Drain-Spell? Nein. Weil sonst hätten wir 7 Schadenspunkte im Angebot. Das ist halt ein bisschen bitter für ihn. Der wird Wrecking Ball, oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Sehr hoher Stress. Because ja, warum nicht, genau. Ja. Und wir haben ja noch einen Wrecking Ball im Notfall. Genau, jetzt dran kommen mit dem Fliegen. Gibt es irgendwas, wo 6 Direct Damage macht oder so? Ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt halt spontan nichts. Aber wir haben das Unequipen maximal schmackhaft gemacht, oder? Jo. Das kann man nicht leugnen. Schmackhafter geht immer. Das ist schon ein ziemlich aggressives Deck, kann ich sagen. Ja. Mit dem Lacerator startet, schaut das Damage Race ganz anders aus. Da muss man irgendwas bolten. Ja, bolten, rebuilden, irgendwas machen. Aber wenn man das Deck so lassen ist, ist noch irgendwie Kontrollelemente drin. Schauen wir mal schauen. Irgendwas, was 5 macht? Ich weiß es nicht, aber ich will es glaube ich nicht rausfinden. Wir racken den doch einfach, oder? Ich genau so gesehen. Ist höchstwahrscheinlich einfach wurscht, aber da jetzt gegen irgendein Spell, den wir beide vergessen, einzuschieben. Okay, du bist das Reinhauer, aggressive Reinhauer-Deck. Gutshot gibt es wieder. Wir haben dann 2 Anser zumindest einmal hergezeigt. Reicht uns 1-2-1er. Soul Eater gibt es auch. Der ist selber 1-3. Die anderen. Emerald Inversion gibt es auch. Nein, sehe ich eigentlich nicht. Was will man draußen haben? Ob die Combo gut ist, haben wir jetzt sogar nicht gesehen, oder? Nein, bis jetzt gab es einen Ebony Warp und einen Grim. Hatchling muss man schauen, kann sein, dass der schlecht ist, aber dabei würde ich mich so nicht sagen dran. Vielleicht auch für die 6 Drops. Wieder mal. Ich glaube, ein 6 Drop gegen einen Soliter und das war's, oder? 6 Soliter wandelt halt einen größeren Schaden und 2 Schaden um. Oder stellt sich vor einen. Und vor allem bringt einfach die Kurve ein bisschen nach unten. Genau, stellt sich ja vor, 2-2-1er. Nee. Wütet herum. Schwierig, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist fast einmal. Ich glaube auch, 2 Sextrops und alles nicht, kann man alles nicht kosten. Besser. Also, Schnarcholepsie ist wieder am Start. Mhm. Combo Incoming. Nombo Combo. Das würden wir jetzt auch gerne machen. Ja, besser als nichts. Ist okay. Das ist okay. Haha. Da ist schon wieder Sicker Reaper. Na schau. Der Ogre findet immer wieder neue Betätigungsfelder. Also ich finde 2-2 First Strike bis jetzt ganz okay. Absolut. Gegen das Kontrolldeck war ein netzer Bombe, aber gegen das Kontrolldeck hat er auch eine andere Rolle. Ja.
Tony Gwon. Okay. Den wird man dann schon nachschicken irgendwann. Vielleicht fängst du mal einfach an. Möglich. Jetzt kann er mal schauen, ob er einen Removal hat oder nicht. Ja. Oder auch, ob er uns zutraut, dass wir den sofort pumpen können. Ja. Das ist ja eigentlich okay, wenn er einen Angriff macht, den 4-4er nachlegt und wir painten und schießen den 4-4er, ist halt dann ein 2-2er Tausch. Mhm. Da werden wir nicht so eitel sein, wa? Nö, nö. Da ist ja schon der Outcast. Okay. Oder sogar mit dem Carapace. Mana besser nutzen. Ich weiß nicht. Kostet halt 4. Und falls er dann wirklich Removal hat, kann man es später dann doch nochmal umrüsten und hat Warpaint vielleicht auf dem First Strike oder so. Besser. Das Goblin-Maschinengewehr wieder ausgepackt. Aber man muss es wahrscheinlich jetzt machen wegen. Ja, blocken kann man eh auch nicht. Den kann man im Notfall dann wirklich schnarchen legen. Das ist beruhigend, wenn man nicht um Savage Twister drum spielt. Das ist eine miese Karte. Weil wahrscheinlich, wenn man nicht das eine spielt, den Savage Twister so kassieren. Es ist noch knapper. Weiß man nicht. Ja, es ist noch knapper. Also ist sowieso schon mal. Wenn wir besser malen können. Ja. Leider nein. Wenn mein Dump radelt, dann war das ein Autobus. Also wenn ich an seiner Stelle Removal hätte, würde ich ihn im Bild verraten. Interessant ist, ob er Scream spielt oder so. Das wäre cool. Check this on resolution. Hm. Na. Komische Karte, komisches Bild. Schon irgendwie fast ein bisschen drachenmäßig aus, oder? Mhm. Goblin Warrior. Sehr gut. Das ist kein Schwede, oder? Er schleppt das mit, man weiß es nicht. Rippbild. Okay. Kaufzeit. Rotes Mana wäre super. Rotes Mana wäre kitschig. Er ist nämlich. Ja, okay. Lazarin, oder? Fast. Ist die Frage, ob man jetzt den Ding mit nach schicken, einfach nur damit man Zeit kauft. Den Onkel, der. Ich glaube fast, oder? Ich meine, notwendig ist es nicht, aber. Es kommt halt schon endlich die Zeit. Ich befürchte ja, dass er jetzt irgendwie ein eigenes Warp auch noch hat. Okay. Deswegen ist es jetzt so umständlich gemacht. Nicht gut, aber das müssen wir nicht gönnen, oder? Können wir einfach die 4 nehmen. Nein, nein, wegen. Ja, schon, aber ja. Denn das Doppelblood müssen wir uns ja nicht gönnen. Oder? Das stimmt. Ich bin immer noch für dieses Proliferate-Teil. Mach den Trainee kleiner, bitte. Das ist okay.
Na dann, ich riskiere es. Ich würde es auch riskieren. Perfekt. Jetzt spielen wir vom eigenen Warp rum, oder? Also ich meine, jetzt bleiben wir mit dem so, oder? Oder eigentlich kann ich schon nicht blocken, wir können gleich schießen. Den Wittermann. Ist halt schlechter, wenn er nix, wenn er kein Play hat, kann er halt den Lacerator equipen, stirbt zwar der Germa, aber wir nehmen okay, oder? Oh. Und so können wir da lustig hin und her schießen. Schieß, unbequem, schieß, tralala. Hopsasa. Schnuppknuff. Ausgezeichnet. Gefällt mir dieses Deck. Hat eine Pseudosynergie. Und die zelebrieren wir jetzt halt gegen das kreaturenlastige Deck. Ist sonst schon sehr komisch. Die Lösung ist nicht, den Germ sterben zu lassen, ich sag's dir. Bist du falsch? Wie gut ist es? Wenn man sicherheitshalber den Drake abstellt, kann da irgendwas passieren mit der Schlafenlipse? Ja, Bounce Spell. Oger reinstellen, Oger nachlegen oder Platscher zwingen nachlegen. Naja, jetzt einmal Schuss auf irgendwas, oder? Auf den sicken Mann. Zum Beispiel. Dann umrüst Schlitz und dann Oger gespielt, oder? Okay. Also kommt mir am besten vor. Der Ogre ist quadratisch, der zweite auch. Perfekt. Ich will mit quadratischen Ogre spielen. Der Lacerator war auch schon ein Lightning Bolt auf ihm. Ist okay, wir haben immer einen Lightning Bolt. Und er schnarcht schon wieder. Der ist 3-3, warum soll man den nicht blocken? Achso. Sollen wir eine super simple Technologie nicht kennen? Dann lernen, hätten wir es kennengelernt. Oder wohl hat er noch einen Outcast nachgezogen und will einfach nur angreifen, mit einem ist so ein sinnloser. Ein Laser vom Beruf. Ah, ist schon echt traurig, wie der hingerichtet wird, oder? Ja. So schlecht ist sein Deck nicht. Ah, sein Deck ist super. Also, aber es ist schon gut, es ist fokussiertes Agra-Deck. Eben auch mit Superkarten. Aber wenn unser Combo läuft, dann. Läuft sie. Dann läuft sie gut. 4-4 ist halt zu klein, da wäre der Minotaurus halt etwas besser. Stimmt. Winzigkeit. Ja. Jetzt machen wir dann Umrüst-Schutt, oder? Ja. Und dann wird gleich wieder zurückrüst. Wahrscheinlich, ne? Oder hast du Lust auf Repeal-Off? Das ist jetzt fast ein bisschen unangenehm. Oh. Okay, na gut, aber wir müssen. Gute Vapor Snack.
Ja, ich sitze halt immer so. Ja. Ich muss zu wenig, was jetzt machen wir wegen Storage Battle. Na, ist egal, hat die 3 Mana. Na, ein Blödsinn. Ja, wer kann es nachziehen? Dann kann man es in der Abtrag machen. Dann können wir was nachziehen, was wir legen wollen. Das ist ein Geschenk von ihm. Aber wir könnten ein Bounce-Land ziehen und das Kind ausspielen wollen, wie wir schwarzes Mann haben. Das stimmt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der blocken könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Na fast. Oh, freut mich schon immer. Ich glaube, das Spiel war noch nicht wirklich vorbei. Na? Möglich. Ja, interessantes Format. Wir haben es erfolgreich geschafft, keinen Archetypen zu draften. Wie du schon gesagt hast, der braves Arbeiterdeck. 2-1 ist für das Deck echt in Ordnung. Wir haben gegen ein super Deck verloren. Ja, na gut, das Deck. Okay. Na dann, bis zum nächsten Mal mit den Dinosauriern. Ciao, ciao. Aber die eine